Der nächste Redner ist der Abgeordnete Andreas Winhardt von der Fraktion der AfD. Abgeordneter Winhardt, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, wenn wir die Politshow gerade eben uns angeschaut haben, dann dürfen wir, glaube ich, alle zusammen feststellen, dass diese Frau Schulze niemals Regierungsverantwortung in unserem Bayernland überhalten darf. Vollkommen klar. Frau Schulze, Sie übertreffen Frau Faeser in ihren Bestrebungen und ihrem Hass gegen Jäger und Schützen. Sowas, was Sie jetzt gerade hier von sich gegeben haben, habe ich noch nie gehört. Es ist unglaublich. Ich habe mal Ihre Biografie gelesen. Ja, und da schreiben Sie, dass Sie früher auf vielen Festen waren und so, aber Sie waren immer nur auf der falschen Seite der Bar. Wenn Sie auf der ausgebenden Seite mal gewesen wären, hätten Sie mal dieses Vereinsleben mitbekommen. Dann hätten Sie mal mitbekommen, dass in diesen Schützenvereinen, in diesen Brauchtumsvereinen ganz anständige Leute sind. Und man kann nur von Glück reden, von Ihrem Glück und von einer gewissen Weise von Liberalitas Bavariae, dass man Sie noch aus keinem Bierzelt geworfen hat. Meine Damen und Herren, was jetzt hier an Silvester in Berlin passiert ist, ist eine Sache von Neukölln bzw. von Frankfurt und anderen schwierigen Vierteln, wo Illegale mit illegalen Waffen in der Silvesternacht herumgeballert haben. Und dafür jetzt Bayerns Sportschützen und Bayerns Jäger in Haftung zu nehmen, das ist mehr als unanständig und das ist mit uns auch nicht zu machen, meine Damen und Herren. Die Begründung in diesem Faeser-Entwurf ist haarsträubend. Man bezieht sich auf Christchurch, man bezieht sich auf Oslo, man hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, Hanau zu bemühen. Und wenn man sich das mal genau anschaut, es ist Althergebrachtes drin, dieser Anscheinsparagraf, dass Jagdwaffen unbedingt Holzgeschäftet sein müssen und eben nicht Kriegswaffen ähnlich sein dürfen. Der wurde bereits schon mal ausgemustert und das aus gutem Grunde, meine Damen und Herren. Und von dem her kann man zu diesem Entwurf aus Berlin nur ein klares Nein sagen, meine Damen und Herren. Aber klar, wir müssen aufpassen, dass Waffen nicht in falsche Hände geraten, meine Damen und Herren. Und da gibt es ganz andere in dieser Republik. Wenn ich mir selber anschaue, was am Samstag in Rosenheim passiert ist, in diesen Händen von diesen Leuten, die die Polizei angegriffen haben, die unser Büro angegriffen haben, dürfen Waffen niemals kommen, meine Damen und Herren. Und da waren Ihre Kollegen mit dabei von der Grünen Jugend und von der SPD-Stadtratsfraktion in Rosenheim. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank.